Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute eine Playmobil-Garage. Wir hatten vor einiger Zeit ja schon einmal eine Garage. Die haben wir bei Familie Vogel an der Luxusvilla angebaut. Und das ist jetzt eine andere Garage, ein etwas älteres Modell, die Nummer 4318 von Playmobil, geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Und das haben wir auch gebraucht gekauft, deswegen wundert euch nicht, dass das hier so zugeklebt ist. Wir schauen uns die Garage auf jeden Fall gleich an. Es ist genau wie die andere Garage, die wir euch schon vorgestellt haben, so ein kleiner Kasten, auch mit einem Fenster nach oben. Und da ist Platz, um ein Auto reinzufahren. Und natürlich ist da noch Platz für ein paar andere Sachen. Für Werkzeug, für einen Feuerlöscher, hier ist ein Schneeschieber und ein Besen, eine Schippe, alles ist mit dabei. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde das Ganze jetzt öffnen und dann schauen wir uns das mal an. Ich habe jetzt mal alles rausgeholt aus dem Karton. Und hier, das sehe ich, ist schon mal die eine Seite der Garage. Da kann man reingehen, eine Tür. Und hier vorne das Garagentor. So, und das Garagentor ist sogar so ein bisschen angemalt. Da ist ein Zaun drauf und hier so ein Busch oder so wahrscheinlich, ein bisschen Baum. Und das sind die Seitenteile von unserer Garage. Und irgendwie kann ich das Ganze jetzt wahrscheinlich hier verbinden. Dafür fehlen mir noch die kleinen Schrauben, wie ich sie immer nenne. Ich habe jetzt schon mal überall hier die kleinen Schrauben verteilt. Hier an den Seitenteilen. Hier oben. Hier bei der Garage auch. Und hier an den Seiten der Garage ist hier und hier und hier oben jeweils 2. Und jetzt kann ich das Ganze hoffentlich zusammensetzen. Oben drauf kommt noch das Dach. Und dann ist unsere Garage eigentlich auch schon fertig. Jetzt schauen wir mal, was alles noch an Zubehör dabei ist. Ein Basketballkorb, der kann hier irgendwo an der Seite angebracht werden. Dann ist noch ein Baum mit dabei. Dafür gibt es auch hier extra diese kleine grüne Platte. Ach nee, ich glaube, erstmal kommt der Baumstamm. Dann die Baumkrone. Hier kommt noch so ein Ast oben raus. Und jede Menge grüne Blätter. Ein schöner großer Baum, der vor der Garage steht. Den kann man auch hier noch befestigen. Hier sind ja noch die Öffnungen und hier auch. Und mit weiteren kleinen Schrauben könnte man das hier verbinden, damit der Baum hier fest dran ist. Oder man lässt ihn eben einfach so, dann kann man auch mal variieren und den vielleicht auch da hinten hinstellen. Also er muss nicht direkt an der Garage stehen, der steht auch von alleine. Jetzt schauen wir mal, eine Gießkanne ist dabei. Vielleicht räume ich das direkt dann auch hier in die Regale ein. Hier sind nämlich an den Seiten Regale in der Garage. Wir haben einen Werkzeugkasten und jede Menge Werkzeug und da ist auch schon die Gießkanne wieder aus dem Regal rausgefallen. Hier, um ein Auto an einem Auto zu arbeiten oder sonst für alle möglichen Situationen verschiedenes Werkzeug, ein Schraubenschlüssel. Dann haben wir hier, was ist das denn? Wahrscheinlich für den Motor, Motoröl oder so. Hier, das ist Waschmittel. Da ist doch auch so ein Shell-Zeichen drauf. Das ist auch wahrscheinlich für den Motor. Kann alles in die Garage rein, in die Regale. So, ab rein da. Was ist das? Das könnte eine Mülltonne sein. So eine Metallmülltonne. Eine Gießkanne. Ah, der Hochdruckreiniger. Was ist hier? Eine Lampe. Die können wir noch an der Seite hier anbringen. Zum Beispiel hier. Oder von hinten vielleicht auch an die Garage. Wenn man dann von hinten vom Garten kommt. Hier ein Trichter. Feuerlöscher.
Oh, ein Vogelnest. Das gehört nicht in die Garage, sondern das können wir noch hier in unseren Baum reinsetzen. Oh, eine Katze ist auch mit dabei. Hier eine Tube. Noch eine Tube sehe ich hier. Und hier ist auch so ein Glas. Der Hammer, der kann noch mit in die Werkzeugkiste hier. So eine Sprühflasche. Ein kleiner Vogel. Ich glaube, der gehört auch eher hier aufs Dach von der Garage. Eine Taschenlampe. Verschiedene Besen. Ein Handfeger. Ein Eimer. Das ist eine Schneeschaufel, um Schnee zu scheppen. Eine normale Schaufel. Ah, ich glaube, das ist eine Autobatterie. Ein kleines Radio, damit man Musik hören kann, wenn man in der Garage was arbeiten muss. Ah, hier ist ein großer Lappen, damit kann man wahrscheinlich das Auto schön polieren. Und der Basketball für den Basketballkorb. Der steckt jetzt im Korb fest. Und ein Mann ist auch noch mit dabei. Der hat ein kariertes Oberteil, schwarze Hose, blaue Schuhe, schwarze Haare. Ich glaube, der muss hier in der Garage arbeiten. Ein sehr cooles Set, wie ich finde. Sehr ähnlich mit dem, was wir euch schon letztens vorgestellt haben. Also, ja, beide Sets gefallen mir aber gut. Kann man sehr schön mitspielen. Tolle Variationen, tolle Spielmöglichkeiten. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Wie hat euch dieses Set gefallen? Wie hat euch die Vorstellung gefallen? Wenn es euch gut gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Schaut euch das andere Garagenvideo an. Schaut natürlich auch unsere anderen Spielzeugvideos, unsere Playmobil-Videos und so weiter. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!